Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Jetzt so ein bisschen nach der Selbstliebe-Challenge möchte ich über ein Thema mit euch sprechen, über was ich schon lange sprechen wollte und jetzt passt es irgendwie sehr, sehr gut, und zwar dieser Selbstoptimierungswahn. Und dieser Selbstoptimierungswahn findet auf ganz, ganz vielen verschiedenen Ebenen statt und für jeden ist das anders. Selbstoptimierungswahn kann bei dem einen zum Beispiel schon vom Optischen her sein, ne? Also künstliche Fingernägel, künstliche Wimpern, operierte Brüste, Sport, bis man kotzen muss, Lebensmittel, auf die man verzichtet, obwohl man sie eigentlich sehr, sehr gerne essen möchte. Das kann für den einen Selbstoptimierungswahn sein, für den anderen kann das völlig normaler Alltag sein. Selbstoptimierungswahn ist ganz, ganz individuell. Weil, wenn ich Dinge tue, weil ich sie tun möchte, wirklich aus meinem tiefsten Herzen heraus tun möchte und nicht, weil ich mir das einrede, dann ist das okay. Kann aber für einen anderen schon wieder Selbstoptimierungswahn sein, weil er der Meinung ist, er müsste das tun, um einem gewissen Bild gerecht zu werden. Einem gewissen Bild von einer Frau, die halt schöne Fingernägel hat, die tolle lange Wimpern hat, die schlank ist und die nur Obst und Gemüse isst, meinetwegen. Selbstoptimierungswahn ist für mich wirklich dieses Hinterherhecheln nach einem Bild, nach einem perfekten Bild, was dir suggeriert wird, wie du sein musst. Und das finde ich natürlich ganz, 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 ganz schlimm. Wie gesagt, für mich ist es in Ordnung, weil ich es mag, weil ich es an mir schön finde, weil das für mich persönlich zum Beispiel etwas mit Selbstfürsorge zu tun hat, dass ich mich darum kümmere, dass ich schön aussehe, einfach weil ich es mag. Für jemanden anderen kann das aber schon wieder Stress bedeuten. Und wenn es Stress für dich bedeutet, dann ist es Selbstoptimierungswahn. Dann ist es ein Wahn. Dann hechelst du etwas hinterher, hinter dem du eigentlich gar nicht stehst. Und das kann auch noch auf anderen Ebenen stattfinden. Zum Beispiel in der Mutterrolle. Da kann zum Beispiel der Selbstoptimierungswahn ganz anders aussehen. Nämlich, dass ich mir keine Zeit für mich selbst nehme. Weil, warum? Ich bin Mutter, ich habe mich um meine Kinder und um meinen Mann zu kümmern. Dass mich vielleicht stresst Backen und Kochen, weil ich da auch einem Ideal hinterherhechel, weil es muss immer gesund sein, es darf kein Zucker drin sein, es dürfen diese und jene Inhaltsstoffe nicht drin sein, es muss immer abwechslungsreich sein, es muss kindgerecht sein und es muss immer irgendwas Frischgebackenes im Haus sein, es muss immer Nachtisch geben, bla 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 bla. Also sobald du merkst, dass dich irgendeine Sache, die vielleicht ganz, ganz alltäglich erscheint, stresst, dann schau mal, ob du im Selbstoptimierungswahn drin bist. Also ich koche und backe, wenn ich Bock drauf habe. Und wenn ich keinen Bock drauf habe, dann bleibt es halt. Weil mir muss es gut gehen. Und den Kindern geht es auch mal gut, wenn die mal Chicken McNuggets aus dem Ofen essen. Anstatt irgendwie ein Gericht, was mich halt 2 Stunden in der Küche gekostet hat. Da habe ich manchmal auch Bock drauf. Tatsächlich, ja. Aber das ist halt auch tagesformabhängig. Wie geht's mir? Was passiert sonst gerade in meinem Leben? Und in der Mutterrolle ist der Selbstoptimierungswahn natürlich auch sehr, sehr krass, weil wir so viele Anforderungen von draußen haben, wie wir sein sollen, was wir alles tun sollen, was wir können müssen, wie unsere Kinder auch sein sollen, weil das repräsentiert ja irgendwie, ob wir eine gute Mutter sind oder nicht. Und das stresst natürlich ungemein. Und da immer wieder hinterfrage Routinen, hinterfrage Dinge, die du einfach schon ganz automatisch tust. Hinterfrage Dinge, die dich stressen. Warum stressen sie dich? Stressen sie dich, weil du sie nicht tust, weil du dahinter stehst? Stressen sie dich, weil du sie tust, weil du denkst, jemand anderes erwartet das von dir? Alles Selbstoptimierungswahn. Und mittlerweile ist mir dieser Selbstoptimierungswahn auch ganz krass in der Persönlichkeitsentwicklung aufgefallen. Persönlichkeitsentwicklung, das ist für mich alles, was so mit persönlicher Weiterentwicklung im Zusammenhang steht. Das heißt sowas wie, ne, Meditation, Yoga, sich einfach mit sich selbst auseinandersetzen, sich weiterbilden, sich auch mit ein bisschen spirituellen Sachen zum Teil auseinandersetzen, aber auch seine Fähigkeiten auszubauen, erstmal seine Stärken zu entdecken. All das ist für mich Persönlichkeitsentwicklung. Und manchmal nimmt auch das eine Form des Selbstoptimierungswahns an. Für mich fängt das da an, wenn ich tatsächlich eine Stunde vor meinen Kindern aufstehen sollte, um Yoga zu machen, zu meditieren, ein heißes Glas Wasser mit Zitrone zu trinken, Tagebuch schreiben, ein Buch lesen, was mich natürlich weiterbringt, eventuell, was könnte man noch machen? Also diese ganz, wenn ich schon dran denke. Und für andere ist das völlig normal.
Ich habe eine Mama kennengelernt, für die ist es völlig normal, am Morgen eine Stunde vor ihrem Sohn aufzustehen und zu meditieren. Und für sie ist es toll. Für mich wäre das blanker Horror. Das könnte ich einfach nicht. Und jeder Zweite in diesem Persönlichkeitsentwicklungsbranchen-Ding empfiehlt dir morgens eine tolle lange Morgenroutine mit eben Yoga und Meditieren und am besten noch Sport und ein Glas heißes Wasser mit Zitrone und Tagebuch schreiben und ein Buch lesen, was dich weiterbringt. Wenn ich das machen würde, wäre es Selbstoptimierungswahn, weil das mir, meinem Leben, meinen persönlichen Neigungen einfach nicht entspricht. Ich mache trotzdem Yoga, ich meditiere trotzdem, ich trinke auch mein heißes Glas mit Zitrone und ich starte auch gerade wieder so ein bisschen mich in dieses Tagebuchschreiben reinzufriemeln. Aber so wie es für mich passt, auch nicht jeden Tag. Und ja, aber das ist für mich so, weil es halt dir von jedem so, also wenn du was aus deinem Leben machen möchtest, wenn du wirklich dieser Mensch werden willst, dann musst du dies, das und jenes machen. Und das musst du täglich machen und stundenlang und das muss dir auch noch Spaß machen und dich erfüllen. Und das ist für mich Selbstoptimierungswahn. Also dieses, ja, wenn dir von außen so etwas aufgestülpt werden soll. Also natürlich, sicherlich, die werden das alle empfehlen, weil sie damit gute Erfahrungen gemacht haben. Das verstehe ich auch. Aber für mich persönlich ist es nichts. Und deswegen ordne ich mich dem einfach nicht unter, weil es dann Selbstoptimierungswahn wäre. Ich mache das in der Form, wie es einfach für mich passt. Und das empfehle ich euch auch. Man kann solche Ratschläge von außen annehmen. Aber wenn du merkst, es bereitet dir Bauchschmerzen, es stresst dich, dann lass es bleiben. Fang an, Dinge zu hinterfragen, warum sie dich stressen, warum sie dich traurig machen oder was auch immer für Gefühle in dir ausgelöst werden und versuche Alternativen dafür zu finden. Oder wenn dir das wirklich tatsächlich Spaß macht, ne? Also Yoga, Meditieren, das macht mir schon Spaß, aber halt nicht in dieser Form, dann schau, in welcher Form es für dich passt. Oder dass es halt nicht 7 Tage die Woche sein muss, sondern 2 Tage die Woche. Oder, oder. Also mich würde jetzt sehr zu diesem Real Talk eure Meinung interessieren, zum Selbstoptimierungswahn, ob ihr da auch Erfahrungen gemacht habt, wie ihr das selbst bei euch einschätzt, ob ihr dem Selbstoptimierungswahn unterliegt oder nicht. Also ich zum Teil tatsächlich schon, eher so in diesem Business-Bereich. Also ich sehe, okay, der macht das und der macht das und der macht das. Oh shit, das muss ich jetzt auch alles machen. Und da muss ich mich wieder runterholen. Nee, muss ich nicht. Ich mache das, worauf ich Bock habe und worauf ihr Bock habt, worauf wir Bock haben, was uns Spaß macht. Und nicht, was Hinz und Kunz mir empfiehlt, was ich jetzt zu tun oder zu lassen habe, ob meine Preise zu günstig sind oder andere Dinge. Genau, da ertappe ich mich tatsächlich immer wieder dabei. Ansonsten bin ich schon gut bei mir selbst, um sagen zu können, ich mache optisch das, was mir gefällt. Ich mache als Mutter viel das, was uns halt tatsächlich gut tut und nicht, was irgendjemand von mir erwartet. Und im Bereich Persönlichkeitsentwicklung mache ich sowieso so, wie mir das passt und wie mir das gut tut. Ich probiere gerne immer wieder neue Sachen aus und gucke dann, okay, ist es was für mich oder ist es nichts für mich? Also ich gebe dem Tagebuchschreiben jetzt gerade aktuell nochmal eine Chance, weil ich mir das schon gut vorstellen könnte. Aber wenn es dann wirklich wieder nicht klappt, dann lasse ich es halt bleiben, dann ist es einfach auch nicht mein Ding und das ist auch völlig in Ordnung. Genauso wie ich ja beim Yoga nicht eine Stunde Yoga mache, dieses Yoga, wo man schwitzt und sich anstrengen muss und wo ich sowieso nicht dem Flow hinterherkomme, sondern ich mache mein Relax-Yoga, mein Yin-Yoga, was mir halt wiederum Spaß macht und ich mache maximal 20 Minuten meistens. Genau. So viel zum Real Talk, zum Selbstoptimierungswahn. Ich freue mich sehr auf eure Kommentare, freue mich darauf, mit euch in den Kommentaren ein bisschen schreiben zu können und wir sehen uns dann ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!